das, was heute aufgedeckt wird, ist, sagen wir auf gut wienerisch, kein Lerchalschaß. Hier geht es um einen Riesenskandal. Hier wurde mit Finanzen und mit Zahlen getrickst, wo es nur geht. Und letzten Endes wurde natürlich die Wiener Bevölkerung betrogen und belogen. Somit gesehen, so, wir werden heute aufdecken, dass der finanzielle Schaden, den die Stadt Wien da zu bewältigen hat und der von den Genossen, den Rathaussozialisten verursacht wurde, so enorm ist, dass man da einfach wirklich nur den Kopf darüber schütteln kann. Viele Leute schütteln generell auch den Kopf, wenn sie die ganzen Rechnungen sehen, die ins Haus hineinflattern. Viele Österreicherinnen und Österreicher können sich das Leben derzeit tatsächlich unglaublich schlecht leisten. Was sagen Sie dazu und was möchte die FPÖ dagegen machen? Also das betrifft tatsächlich wirklich jeden. Ich kenne selber kaum jemanden, der nicht davon betroffen wäre. Das Problem ist aber teilweise auch ein hausgemachtes in Wien, denn die Stadtregierung versucht, die maroden Stadtkassen zu füllen, indem sie überall Gebührenerhöhungen aufschnalzen, noch mehr erhöhen und das natürlich die Menschen noch mehr belastet in Wien. Also was wir machen würden ist, wenn wir in Regierungsverantwortung kämen, beziehungsweise einen Dominik Nepp als Wiener Bürgermeister sicherstellen, dass wir sämtliche Gebührenerhöhungen der letzten Jahre auf der Stelle innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen würden, damit die Menschen wieder in Wien Erleichterung spüren. Das ist ja auch ein großes Versprechen, was Herr Nepp gemacht hat. Sollte er der nächste Bürgermeister werden, dann würde er das eben in einem ganz kurzen Zeitraum durchsetzen wollen. Genau, weil wir sagen, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, und da braucht es keine Ausreden, sondern braucht Politiker, die auch anpacken und ihre Versprechen auch durchsetzen. Und das wollen wir auch. Aber vor Versprechen durchsetzen. Andreas Babler von der SPÖ, da gab es jetzt einiges, natürlich ein großer medialer Aufruhr auch. Jetzt steht seine Partei. Aber viele sagen, es war natürlich kein leichter Weg bis dahin. Wie sehr hat das vielleicht auch der FPÖ geholfen? Also seine Partei steht nicht, sondern sie steht Kopf. Und was soll man sagen? Die haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Wir haben ja gesagt, wir beteiligen uns nicht an dem Spott und an der Häme, weil das haben sie sich schon selbst zuzuschreiben. Aber man kann tatsächlich nur den Kopf darüber schütteln. Eine Partei, die nicht einmal bis 600 zählen kann, möchte auf Wiener Ebene und auf Bundesebene Regierungsverantwortung übernehmen. Wohin es führt, wenn eine Partei so derartig sagen wir mal, mathematische Unkenntnisse ausweist, werden wir heute auch bei unserer Pressekonferenz zum Budget zum Besten geben. Ja, herzlichen Dank. Danke, dass Sie auch alle gekommen sind. Wir haben eine arbeitsreiche Klausur hinter uns gebracht. Wir hatten auch interessante Vorträge, unter anderem vom neuen niederösterreichischen Landesrat Christoph Luisser, der ja auch für Asylfragen zuständig ist, und das ist natürlich auch ein Hauptthema, das Wien betrifft. Wir haben auch einen Bericht bekommen über die erfolgreiche Regierungsarbeit in Niederösterreich. Und noch dazu haben wir auch Besuch aus Ungarn gehabt. Da kam der Direktor der Fidesz-Stiftung und konnten uns auch hier international austauschen. Der Hauptpunkt war allerdings der Rechnungsabschluss. Dieser Rechnungsabschluss wird in den nächsten Wochen auch im Gemeinderat diskutiert. Und auch hier haben wir uns mit Finanz- und Wirtschaftsexperten zusammengesetzt und haben die Klausur zum Anlass genommen, eben hier genauer drauf zu schauen. Wir haben jede einzelne Zahl umgedreht, wir haben Kommastellen nachgerechnet, ob nicht wieder wie das letzte Mal im Gesundheitsbudget einige Nullen gefehlt haben beim Stadtrat Hacker. Aber jedenfalls bei genauerer Betrachtung der Zahlen ist uns wirklich eiskalt, ist es uns den Rücken hinuntergeronnen, denn das, was der Finanzstadtrat Hanke uns erzählt hat, stimmt einfach nicht. Er hat die Wienerinnen und Wiener belogen, er hat die Opposition belogen und auch Sie als Journalisten wurden eiskalt belogen. Denn diese 305 Millionen Euro plus, die Stadtrat Hanke als Finanzstadtrat medial propagiert hat, die stimmen einfach nicht. Ich darf auf die einzelnen Punkte, auf die Stadtrat Hanke eingegangen ist, auch replizieren und diese widerlegen. Punkt 1, Hanke hat behauptet, dass wir 305 Millionen Euro erwirtschaftet haben und davon 245 Millionen Euro in die Schuldentilgung gegangen ist. Und er hat sich auch gefreut, dass anstatt eines Minus von 1,7 Milliarden ein Plus von 305 Millionen erwirtschaftet hat. Diese beiden Aussagen, die er getätigt hat, suggerieren ja, dass Wien ein positives Jahresergebnis geschafft hat, dass wir gespart haben und dass uns am Ende des Jahres 305 Millionen Euro übergeblieben sind. Das stimmt nicht.
Das ist eine glatte Lüge und das besagen auch seine eigenen Zahlen aus seinem Rechnungsabschluss, den er auch präsentiert hat. Denn Wien hat ein Nettoergebnis von rund minus 4,9 Milliarden Euro. Das bedeutet, was hat er gemacht? Das war ein Taschenspielertrick. Er hat, wie wenn man in ein Geschäft hineingeht, die Kassalade geöffnet und hat gesagt, hier in der Kasse gibt es mehr Barbestand als prognostiziert. 305 Millionen Euro haben wir jetzt mehr an Barbestand. So darf man das allerdings nicht rechnen, weil man muss ja vom Gesamtunternehmen oder in dem Fall von der gesamten Stadt alle Aufwendungen und Erträge gegeneinander stellen. Das heißt, man muss alle Einnahmen nehmen und dann muss man die Ausgaben natürlich abziehen. Und wenn man das macht, dann hat die Stadt Wien 4,9 Milliarden Euro zu viel ausgegeben. Das heißt, wir haben ein Minus erwirtschaftet von 4,9 Milliarden Euro. Den zweiten Punkt, wo Stadtrat Hanke gelogen hat. Er hat behauptet, dass das Vermögen der Stadt um 3,5 Milliarden aufgestockt wurde und das beträgt nun 35,7 Milliarden Euro. Fakt ist, auch hier hat er falsch gerechnet oder er hat bewusst gelogen. Denn ich gebe Ihnen auch ein einfaches Beispiel. Wenn ich mir 1 Million ausborg von der Bank, um mir ein Haus zu kaufen, und ich habe dann ein Haus im Wert von 1 Million, dann kann ich nicht sagen, mein Vermögen ist 1 Million, weil ich muss ja auch die Schulden der Bank gegenrechnen. Das bedeutet, auf die Stadt Wien heruntergebrochen, wenn man alle Vermögenswerte der Stadt zusammenzählt und man würde jetzt diese Stadt theoretisch verkaufen und mit dem Geld, das man bekommt, durch diese Vermögenswerte, zahlt man die Schulden zurück, die die Stadt Wien hat, bei Banken oder beim Bund, würden immer noch 21,4 Milliarden Euro Minus, also Schulden, überbleiben. Das heißt, er kann sich nicht damit rühmen, dass die Stadt 35,7 Millionen Euro wert ist, weil abzüglich aller Schulden bleiben noch immer eine Restschuld über von rund 21 Milliarden. Er hat weiter gesagt, und das ist der dritte Punkt, dass die Stadt Wien irrsinnig viel investiert hat. Es stimmt, dass die Einnahmen waren so hoch wie noch nie, weil der Bund sehr viel gezahlt hat. Hier sind die Einnahmen des Bundes circa um 1 Milliarde höher ausgefallen. Allerdings hat er damit nicht investiert, sondern hat von dem, was er budgetiert hat, 265 Millionen Euro weniger investiert. Das heißt, auch hier hat er die Unwahrheit gesagt. Wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, ja, zusammengefasst heißt es, erstens, dass die SPÖ nicht 305 Millionen Euro plus erwirtschaftet hat, sondern ein Minus von 4,9 Milliarden Euro. Zweitens, das Vermögen der Stadt beträgt nicht plus 35 Milliarden, sondern abzüglich aller Schulden bleibt noch über ein Minus von 21 Milliarden. Und drittens, die Investitionen sind nicht gestiegen, sondern sie sind im Vergleich zum Voranschlag 2022 gesunken. Das heißt, hier versucht der SPÖ, federführend Finanzstadtrat Hanke, die Öffentlichkeit zu täuschen, Bilanztricks anzuwenden und die Öffentlichkeit, Opposition, aber auch Sie als Journalisten versucht er zu belügen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie desaströs dieses Budget der Stadt Wien ist, ist es ja auch klar, dass man sich das Geld in Zukunft wieder wo reinholen muss. Und genau deswegen hat der Bürgermeister Ludwig, der auch bekannt ist als Räuber Rathausplatz, eine Kostenlawine losgetreten, die jeden Haushalt in Wien pro Jahr um 3.000 Euro belastet. Allein diese Erhöhungen im letzten Jahr haben ihm ein Plus von 168 Millionen mehr in die Stadtkasse gespült. Das ist das Geld, das man den Wienerinnen und Wienern weggenommen hat, durch erhöhte Mieten im Gemeindebau, wo es allein im Monat um hunderte Euro in die Höhe geschossen ist, wo die Parkgebühren erhöht wurden, wo die Bädergebühren erhöht wurden, und auch sämtliche Gebühren, die wir auch in den Betriebskosten spüren, bei Wohnen wie Müll, Kanal und Wasser. Und
stellt sich die Frage, wohin fließt das ganze Geld, was hier reinkommt und wieso machen wir ständig Schulden? Und hier ist ein riesengroßer Posten, die Mindestsicherung. Auch dieses Jahr haben wir hier Rekordausgaben, wobei ich gleich vorweg betonen will, die Mindestsicherung ist ein Auffangnetz für die, die es schwer getroffen hat. Aber was man nicht zulassen darf, ist, dass diese Mindestsicherung in Wien ausgenutzt wird von Sozialmigranten. Und 43% der Asyl, also 43% der Menschen, die die Mindestsicherung beziehen, sind Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, weil Wien immer noch, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, an subsidiär Schutzberechtigte die volle Mindestsicherung von bis zu 1.000 Euro im Monat auszahlt. Das heißt, allein 400 Millionen Euro werden an Nichtstaatsbürger ausgezahlt. Und hier verlange auch ich, dass endlich das Bundesgesetz umgesetzt wird und auch hier von Geld auf Sachleistungen umbezogen wird und dass hier nicht unnötig Geldgeschenke gemacht werden und Bürgermeister Ludwig dadurch noch mehr Menschen hier herlockt und nicht nur dann, dass die uns auf der Tasche liegen, sondern vor allem, dass es ja auch dann zu ethnischen Konflikten kommt, wie wir gesehen haben in Favoriten, wo sich die Polizei nicht einmal mehr reintraut, wo es tagtäglich Messerstechereien gibt, Morde, Raubopfer, Vergewaltigungen. All das ist der Ausfluss dieser rot-grün-pinken, aber auch der schwarzen Willkommenskultur seit 2015. Damit wir auch ein starkes Zeichen setzen gegen diese Kostenlawine, die losgetreten ist von Bürgermeister Ludwig, haben wir auch schon vor ein paar Wochen unsere Online-Petition ins Leben gerufen, rote-kostenlawine.wien, wo wir schon auch hunderte oder tausende Unterschriften online gesammelt haben und wo ich auch versprochen habe, denn dass wenn diese Petition auch ein starkes Zeichen ist, wir spätestens bei der nächsten Wahl 2025, wenn wir ein starkes Wählervotum bekommen, dass wir vielleicht sogar den Bürgermeister stellen, dass ich in den ersten 48 Stunden, wenn ich Bürgermeister bin, sämtliche Gebührenerhöhungen der letzten Jahre zurücknehme, wir das Valorisierungsgesetz abschaffen und sämtliche Gebühren und Mieten, wo die Stadt direkt verantwortlich ist, auf das Niveau von 2020 zurücksetzen. Und das ist eine Entlastung pro Haushalt von bis zu 4.000 Euro. Das wäre meine erste Amtshandlung innerhalb der ersten 48 Stunden, wenn ich Bürgermeister werde. Jetzt darf ich an unseren Clubobmann Maximilian Kraus übergeben, der Ihnen noch weitere Details und Informationen zu den kommenden Sitzungstagen und zum Budget geben wird. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Stadtrat Nepp hat ausführlich erläutert, wie übel es mittlerweile um die Finanzen der Stadt Wien steht. Und ich möchte hier mit einigen Zahlen noch weiter ins Detail gehen, denn der Betrag der gesamten Verschuldung der Stadt Wien, wo man ja auch die Finanzschulden der Stadt Wien, aber auch das Finanzierungsleasing, Verbindlichkeiten von Wiener Wohnen, Verbindlichkeiten von Wienkanal, Schulden des WIGEF und Aliquote-Verbindlichkeiten hineinrechnen muss. Wenn man diesen gesamten Verschuldungsstand benennen muss, dann sind wir mittlerweile bei über 31,5 Milliarden Euro angekommen. Und das ist ein neuer historischer Höchststand. Und nur diese Gesamtrechnung, diese Gesamtzahl ist seriös, da die Stadt Wien natürlich nicht alleine agieren kann, sondern selbstverständlich, wenn sie ehrlich agieren würde, auch die Verbindlichkeiten von Wiener Wohnen, vom Wienkanal und allen anderen nahestehenden Institutionen hineinrechnen müsste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinzu kommt, dass nun vor dem realen Hintergrund weiter steigender Zinsen zukünftig natürlich auch mit weiter steigenden Finanzierungskosten zu rechnen ist und letztlich über die nächsten 5 Jahre ein Betrag von zumindest 4,1 Milliarden Euro zu refinanzieren sein wird. Und allein diese Refinanzierungssumme wird Zusatzausgaben im Sinne von steigenden Zinsen von bis zu 850 Millionen Euro ausmachen, also eine enorm hohe Zahl. Und ein Plan zu einer konsequenten Rückführung
bei steigenden Zinsen und bei potenziell sinkender Bonität, der liegt nicht vor und der wurde auch vom Finanzstadtrat nicht nur nicht präsentiert, sondern nicht einmal angekündigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese dramatische Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Wien erfordert oder würde erfordern einen konsequenten und vor allem transparenten Sanierungsplan. Allein so einer liegt nicht vor und dieser sollte sich hauptsächlich auf Einsparung seitens der Verwaltung der Stadt Wien konzentrieren und wie man Effizienzsteigerungen in der Verwaltung erzielen kann. Denn in Wien dürfen nicht die gleichen Fehler gemacht werden, wie sie in den vergangenen Jahren in anderen Großstädten wie Berlin oder New York gemacht wurden, die in vielen Bereichen kaputt gespart wurden. Wo bei der Infrastruktur gespart wurde, wo in manchen Straßengebieten kaputte Straßen, desolate Autobahnbrücken oder auch kaputte Gehsteige das Stadtbild prägen und wir jetzt dort Situationen haben, dass die Infrastruktur nicht mehr auf dem Stand der Zeit ist. Und das darf in Wien definitiv nicht passieren. Und zudem verschweigt der Finanzstadtrat noch ein weiteres, aber sehr wichtiges Detail, nämlich die Tatsache, dass die Stadt ihre Verbindlichkeiten in der Vergangenheit bei Banken aufgenommen hat und jetzt dazu übergegangen ist, ihre Kredite über die Öpfer aufzunehmen. Und dagegen wäre ja per se nichts einzuwenden. Wenn man jedoch hinter die Kulissen blickt, dann ist der Grund für diese neue Schuldenstrategie weg vom privaten Banksektor hin zu staatlichen Öpfer ein klarer und auch ein erschreckender. Denn die Bonität der Stadt lässt es nicht mehr zu, dass Kredite bei Bankinstituten aufgenommen werden können und das auch zu vernünftigen Konditionen passiert. Und daher muss man sich jetzt seitens der Stadt hauptsächlich an die Öpfer wenden. Und dies könnte wiederum dazu führen, dass große Ratingagenturen wie beispielsweise Moody's das Rating für die Stadt auch zeitnah senken könnten. Und eine weitere Schuldenaufnahme wird natürlich einerseits erschwert und andererseits nochmals verteuert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als der Stadtrat vor wenigen Wochen sich noch medienwirksam darüber gefreut hat, dass Moody's, also die Ratingagentur, das Ranking für die Stadt Wien 2022 nicht gesenkt hat, hat er bewusst verschwiegen, dass bereits ein neues Rating vor der Tür steht und wir können davon ausgehen, dass dieses neue Rating nicht so berauschend sein wird, sonst hätte es der Stadtrat nicht verschwiegen und nicht unter den Teppich gekehrt. Wenn Finanzstadtrat Hanke also hier nicht bewusst lügt, dann sagt er maximal die halbe Wahrheit, was in Wahrheit um nichts besser ist. Und es ist ein ausgesprochen schäbiges Vorgehen vom Bürgermeister und vom Finanzstadtrat, die Wienerinnen und Wiener hier auf der einen Seite dermaßen über Gebühr zu belasten und auszusackeln und auf der anderen Seite aber nur minimal in die Stadt und in Infrastrukturprojekte zu investieren. Denn wir alle wissen und es ist hinlänglich bekannt, dass das Wiener Gesundheitssystem in weiten Zügen am Ende ist, dass wir einen massiven Personalmangel haben, der ständig dazu führt, dass Operationen verschoben werden müssen, dass ganze Stationen geschlossen werden müssen, dass es beinahe täglich zu Risikomeldungen kommt und dass viele Wienerinnen und Wiener nicht mehr von ausreichender Gesundheitsversorgung betroffen sind. Und gleichzeitig sind die Investitionen in diesem so wichtigen Bereich, wo es offensichtlich größte Mängel gibt, nur minimal. Und beim Personalaufwand beispielsweise im Gesundheitsbereich Gruppe 5 Gesundheit weist der Rechnungsabschluss sogar ein Minus von 3% im Vergleich zum Jahr 2021 aus. Das heißt, in einem so wichtigen Bereich wie der Gesundheit, wo eigentlich mehr investiert hätte werden müssen, wo man eigentlich mehr Geld fürs Personal ausgeben hätte müssen, weil es massive Probleme gibt, wurde im vergangenen Jahr sogar weniger investiert. Und da wundert es dann auch nicht mehr, dass wir uns jetzt am Vorabend eines Streiks im Wiener Gesundheitsbereich befinden, wo das Gesundheitspersonal kaputt gespart wurde, ausgebrannt ist, überlastet ist und seitens der Stadt Wien leider wieder nicht richtige Impulse gesetzt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber dieses Problem ist natürlich nicht nur im Gesundheitsbereich. Nein, diese Zahlen lassen sich auch im Bildungsbereich erkennen, wo sogar im Bildungsbereich um 50 Millionen Euro weniger ausgegeben wurden, als budgetiert wurde, wo der Bildungsstadtrat Wiederkehr versagt hat, wo er dafür verantwortlich ist, dass es einen Personalmangel gibt, dass es Lehrermangel gibt, dass es zu große Klassen gibt und wo nicht die nötigen finanziellen Ressourcen in Anspruch genommen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, last but not least, natürlich auch bei der öffentlichen Sicherheit gibt es zu wenig Investitionen, wird zu wenig finanzielle Mittel eingesetzt und bleiben die Wienerinnen und Wiener in vielen Bereichen auf der Strecke. Und gleichzeitig, während hier nicht investiert wird, während die Gewalt in vielen Teilen Wiens eskaliert, während immer mehr Menschen sich fremd in der eigenen Stadt fühlen, während
Delikte wie Raub, Mord und Vergewaltigungen ansteigen und es sogar einen schrecklichen Machetenmord in einer Wiener U-Bahn-Station gegeben hat. Gleichzeitig wird hier kein Geld investiert, aber auf der anderen Seite Millionen Euro in absurde LGBTQ-Förderungen hineingepulvert, dubiose Integrationsvereine bis dato noch immer massiv gefördert und noch immer die Gelder hier in Kanälen versickern und nicht bei den Menschen ankommen, die sie eigentlich eingezahlt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Freiheitlichen werden diese zwei Budgettage, die ins Haus stehen, dafür nutzen, sowohl den Bürgermeister als auch den Finanzstadtrat mit diesen Zahlen zu konfrontieren, mit den realen Zahlen zu konfrontieren und ihre Luftschlösser zu entzaubern. Denn es gibt hier massiven Erklärungsbedarf seitens des Finanzstadtrats. Er hat die Bevölkerung belogen, er hat die Journalisten belogen. Er hat falsche Zahlen präsentiert, er hat sie absichtlich falsch interpretiert. Wir werden ihn damit nicht durchkommen lassen und wir werden auch keine Ausflüchte zulassen und diese armen Märchen der Wiener Landesregierung beinhart und schonungslos aufzeigen.